Der frühe Kokoschka, der Oberwildling, das ist ja geradezu eine Marke geworden, hat in der Tat eine revolutionäre Leistung erbracht, die man nicht kleinreden kann und darf. Er hat mit 5 Jahrhunderten Kunstprinzip, das Kunst Nachahmung der Natur ist, aufgeräumt und stattdessen eigentlich den Künstler ermächtigt, die Nichtnachahmung, den Verstoß gegen die Imitatio zur Grundlage der Wesensschau der Welt, der Personen, der eigenen wie der Fremden, der Porträtierten zu machen. Der späte Kokoschka, um es mit einem Satz zu sagen, der lebt geradezu in der Nachahmungstheorie wieder auf. Er vergewissert sich sehend der Umwelt und zeichnend seines Sehens. Ob das nun die Landschaften in Cornwall sind, ob das schottische Landschaften, Stadtlandschaften in Deutschland oder in Amerika sind, ob das Beobachtungen beim Zirkus sind, er beobachtet und zeichnet. Nichts malt er öfters als Prag und London. Das sind ihm seine wichtigsten Städte, weil hier diese Vermählung von Wasser und Stadt auf ideale Weise gelungen ist. Werner Hofmann hat einmal gesagt, es gibt kaum einen zeitgenössischen Historiker, der so analytisch die Tatsache des Aufstiegs Hitlers zu einem Reich gesehen hat wie Oskar Kokoschka. Denn statt jetzt den Feind nur in Hitler, nur im tausendjährigen Reich, nur in dieser Diktatur zu erkennen, malt er etwa mit dem roten Ei einen Angriff auf andere Weltmächte gleichermaßen. Das rote Ei, das gelegt wird in seiner blutigen Gestalt von einem hinwegflatternden Huhn, das gerupft wird und in dessen Rücken noch ein Messer steckt, es ist im übernächsten Raum nach dem roten Raum eben gleich zu sehen, wird auf einem Präsentierteller gezeigt, umgeben von Hitler, von Mussolini, aber auch zu seinen Füßen von der gierigen Katze des französischen Außenministers Daladier und im Hintergrund von der Opferbereitschaft des britischen Löwen, der in seinen Klauen den Treaty of Munich, die Appeasement-Politik Chamberlains sieht. Kokoschka ist einer der wenigen, dem die Odyssee oder King Lear wirklich ein Anliegen ist, der die Oper von der Zauberflöte bis zu den Märchen Raimunds zum Anlass nimmt, um Menschheitsmythen wiederum auf das abzufragen, was die Gegenwart an Problemen hat. Das wollten wir zumindest mit einigen unserer grafischen Arbeiten zeigen. Und dann kommt, wenn ich hier schon zum Schluss vordringe, letzten Endes das, was ich die letzten Worte eines großen Künstlers nennen möchte. Vergessen Sie nicht, er ist bereits 70, 75, 80, 85 Jahre alt, als er diese letzten Worte zeichnet und malt. Ob es die Frösche sind, zwei Frösche, bei denen die Gebildeteren vielleicht an La Fontaines Fabeln denken mögen, bei denen man angesichts des Datums von 1968 sich aber erinnern soll, dass für Oskar Kokoschka sie die Gestalt, das Lauernde, das Aggressive der russischen Panzer hatten, die in der Tschechoslowakei eindringen, hinüberspringen und alles plattwalzen. Dann kommt für ihn wieder die englische Erfahrung auf. Er erinnert sich in englischen Pubs, in Londoner Pubs war es üblich, dass die Sperrstunde vom Wirt angekündigt wird mit dem Satz Time. Gentlemen, please, bitte verlassen Sie den Pub, gehen Sie durch die Tür hinaus, hinaus aus der künstlichen Welt des Pubs ins Leben. Für Kokoschka öffnet diese Tür mit dem legendären Satz Time, Gentlemen, please, der Tod und sagt hinaus aus dem lichten Leben in die dunkle Nacht des zweiten, des anderen Lebens.